7,5 Jahre hat sich das Projekt der Naturschutzvereine vom Bezirk Horgen für die Lebensräume der Kleinraubtiere engagiert. Welche Ziele übertroffen und welche nicht ganz erfüllt worden sind, zeigt sich im Schlussbericht, der im September 2021 via Newsletter und Webseite publiziert wird. Mit dem Video möchten wir überbringen, was ein schriftlicher Schlussbericht weniger gut kann. Nämlich am Projekt beteiligte Personen zu Wort kommen lassen. Wir haben 14 Personen aus Bereichen wie der Landwirtschaft, der Jagd, der Behörden, der Wedischwiler Fachhochschule und der Raumplanung befragt. Zuerst wollen wir hören, was sie bewegt hat zum Mitwirken. Welche Effekte aus dem Projekt sie festgestellt haben und wie die interpretiert werden können. Im Weiteren werden aktuelle Herausforderungen thematisiert und ganz wichtig ist uns der Blick in die Zukunft. Was nehmen wir mit aus dem Projekt für die künftige regionale Zusammenarbeit zugunsten von Natur und Landschaft? Also ich glaube, mittlerweile haben wir jetzt da wirklich ja einige Massnahmen da im Zimmerberg umgesetzt und da würde ich sagen, haben wir auch einen positiven Effekt auf die Landschaft da gemacht, weil wir dadurch die Wieselpopulation stark haben können verändern oder die Mauswieselpopulation, das ist natürlich eine andere Frage und das ist schwierig zu beantworten auch. Aber es profitieren noch ganz andere Tierarten von diesen Strukturen, die wir da gebaut haben. Wir haben eigentlich immer etwa Wieseli gehabt, aber das möchte ich jetzt behaupten, seit man sich dem wieder mehr nachgenommen hat, auch mehr Möglichkeiten wieder geboten hat, hat sicher zugenommen, die ganze Population wieder. Und eben, ist natürlich ein biologischer Mäusvernichter, muss man auch sehen, oder? Wie dürfen wir die beiden Aussagen einordnen? Die Karte mit den Sichtungsmeldungen von Kleinraubtieren gibt einen Eindruck von den Kräfteverhältnissen von unseren drei Zielarten. Der Iltis und das Mauswieseli sind deutlich weniger oft gemeldet worden wie das Hermelin. Eine Aussage über die Populationsgrösse, geschweige denn über die Populationsentwicklung, lässt sich daraus aber leider nicht machen. Übrigens, Weiterentwicklungen in der Nachweismethodik können da in Zukunft hoffentlich mehr Daten liefern. Vielleicht mit der Mammalia-Box, die derzeit an der ZHW in Wedischwil entwickelt wird. Sie vereint die positiven Prinzipien von Spurentunnel und Fotifalle und ist in unserer Wirkungskontrolle zum Einsatz gekommen und hat die Feldtauglichkeit bewiesen. Anhand der Resultate von dieser Wirkungskontrolle könnte man tatsächlich meinen, dass die Hermelin-Population dank unseren Kleinstrukturen zugenommen hat. Die Nachweisquote bei den 50 untersuchten Asthäufen und Winterquartieren liegt deutlich über den Wert von sehr ähnlichen Wirkungskontrollen in der Schweiz. Warum ist das so? Eine mögliche Erklärung ist folgendes. Die Schermäusbestände in der graslandbetonten Zimmerberglandschaft sind gross. Eine ausgezeichnete Nahrungsgrundlage fürs Hermelin, wo außerdem nicht sehr hohe Ansprüche an Lebensraum hat. Das heisst, die zuletzt noch vorhandenen Strukturen, z.B. Hecken, haben gerade so gelangt. Gegenüber dem, was bisher an Unterschlüpfen und Vernetzungskorridoren herum war, haben die neuen Kleinstrukturen von Wiesel und Co. am Zimmerberg eine Verbesserung gebracht und haben darum sehr anziehend gewirkt, was zu der hohen Nachweisquote geführt hat. Auffällig ist allerdings, dass das Mauswieseli, das auf der roten Liste der bedrohten Säugetierarten ist, nicht ein einziges Mal im Rahmen von unserer Wirkungskontrolle hat können angewiesen werden. Die Interpretation liegt nahe, dass Mauswieseli das gleiche Muster zeigen wie viele andere Tier- und Pflanzenarten, die etwas höhere Ansprüche an Lebensraum haben. Nämlich, dass die sogenannte Normallandschaft im Schweizer Mittelland immer weniger Nischen wie Feuchtgebiete oder Brachen zeigen, während der Einheitsbrei von dieser Normallandschaft
der generalistischen Arten in die Karten spielt. Dazu muss man wohl neben dem Rotmilan oder dem Fuchs auch das Hermelin zählen. Die weitere Existenz von anspruchsvolleren Arten, wie dem Braunkehli oder dem Mauswieseli im Mittelland, ist aber wohl nicht möglich, sofern nicht bald die Handlungen in der Landschaft mehr naturnähe Lebensräume erlauben. Und was braucht es, damit wir handeln? Die Bevölkerung muss überhaupt Interesse an der regionalen Flora und Fauna haben. Zentral gewesen in unserem Projekt ist darum wirklich auch die Sensibilisierung und das Bewusstmachen, dass halt die Landschaft vielfältig und strukturiert muss sein, damit sie einfach uns auch langfristig etwas bringen kann und auch den Wildtieren etwas bringt. Und ich glaube, das ist fast ein grösserer Effekt, wo wir jetzt, also würde ich hoffen, dass wir diesen Effekt mehr erreicht haben. Indem man sich gezielt die Kleinraubtiere ausgewählt hat als Botschafter. Ehrlich gesagt, mich faszinieren die Tiere auch. Es ist vor allem ein Tier, das keinen Schaden macht. Er nützt. Es ist auch lustig zum Zuschauen alles. Es haben Landwirte plötzlich von Häufen geredet, die ich nie gedacht hätte. Vor allem, weil es regional ist, weil Ansprechpersonen rum sind. Vom Bundesprogramm oder vom Kantonalen, da kommt irgendwie schriftlich irgendwas und das kann man noch. Aber da hat man es eins zu eins mit dem Bauer können besprechen. Und wenn man zum Ziel kommen muss das in dieser Form muss da weitergeschafft werden. Dann kommt es auch zum Erfolg. Also es hat ganz sicher Awareness gebracht, oder? Dass die Tiere bei uns sind und dass sie Unterstützung brauchen. Und was mir gefallen hat, ist, dass das sind Naturfreaks gsi und Landwirte. Und es gibt ja verschiedene Arten von Landwirten, oder? So die ganzen, die mehr Bio und Alternative und dann die eher ihre Lebensmittelfabriken haben und so. Aber es hat wie alle zusammengebracht. Es ist wirklich ein gemeinsames Projekt gewesen. So habe ich das als Zoom-Gast wahrgenommen. Hat mir gefallen. Wir haben Personen gehört, die am Projekt Erfolg attestieren. Nicht zuletzt aufgrund seiner Regionalität. Warum hat die regionale Vorgehensweise so gut geklappt? Und soll man sich auf diesem Weg weiterentwickeln? Ich glaube schon, dass das als Türöffner in dem Sinn dienen kann, dass man sieht, ja, wenn man irgendwie zusammenarbeitet und wenn man sich bewusst wird, dass ja auch die Wiesel irgendwie an politischen Grenzen nicht wahnsinnig interessiert sind, dass man dann kann irgendeinen Effekt erzielen, dass ja die betroffenen Stellen sehen, dass man miteinander deutlich weiterkommt, wenn jeder für sich da einfach irgendwie ein bisschen etwas anwurschtelt und aufhört, an der eigenen Gemeindegrenze zu denken. Wenn man dabei ist, alle respektiert, auch die Landwirte, nur dann hat es Erfolg. Und wenn man von oben aber etwas doktrinieren will, auch wenn es noch Geld gibt, es kommt nie so raus, wie wenn man vor Ort die Leute hat, regional. Und das sehe ich auch in der Ackerbaustelle. Die Betreuung ist sehr, sehr, sehr wichtig, und zwar auf Augenhöhe und nicht. Und dann können wir weitermachen. Das ist einfach entschieden, dass wir mit der Bevölkerung oder mit der Region zusammen etwas Funktionierendes aufbauen. Und das ist in meinen Augen viel nachhaltiger als alles andere. Von welchen Herausforderungen bzw. Lösungsansätzen redet man eigentlich, wo man sich auch auf regionaler Ebene annehmen kann? Folgend einige Worte von den Projektbeteiligten. Man geht davon aus, dass man in der Schweiz ja etwa 10 Millionen Einwohner wird haben im Jahr 2040 und dass sich in dann Bevölkerung, zum Beispiel in der Stadt Zürich, von heute etwa 400'000 auf 500'000 wird erhöht haben und alle Gemeinden rundherum, die werden in einem ähnlichen prozentualen Umfang werden die wahrscheinlich auch an Bevölkerung zunehmen und das gibt einfach zusätzliche Herausforderungen, sei das jetzt da, wo wir da stehen, in einem Erholungsgebiet. Das gibt natürlich Herausforderungen für die Landwirte, die da tätig sind. Das gibt Herausforderungen im Strassenbau, allgemein in der Mobilität.
in der Siedlungsentwicklung, aber natürlich auch, um das Thema jetzt ganz konkret anzusprechen, bezüglich Naturschutz, Biodiversität. Und wie ihr unschwer könnt sehen, rundherum hat sich auch die Flächen haben sich automatisch ein bisschen verkleinert, ohne unser Zutun. Der Siedlungsdruck ist in diesen 10 Jahren spürbar geworden. Vielleicht eine Zahl dazu, in den letzten 14 Jahren ist auf dem Stockengut sind 13 Hektar Boden unwiederbringlich verlustig gegangen. Unsere Kinder hatten mal Besuch von einer guten Freundin aus Ecuador. Und die war ein paar Monate da, hat auch bei uns gewohnt und so. Und dann auf den Abschluss haben wir für sie einen Alpenrundflug organisiert, also für die drei. Ich habe gewusst, die Kinder werden das schon lange mal machen. Und dann sind sie auf jeden Fall auch hier drüber geflogen und sie haben gesagt, hey Daddy, es ist uns erst jetzt aufgefallen aus der Luft, was für eine Oase das wir haben zu Hause. Rundum haben wir eigentlich nur eine Graswüste. Also und zwar nicht Wildgras, sondern abpflanzt, Hochleistungsgras. Und das ist halt das Problem, oder? Die fehlende Vernetzung mit dem Rest der Welt, für die Natur. Und wir haben zum Beispiel keine Blindschleichen, keine Eidechsen. Es hat Platz für sie alle, aber woher sollen die auch kommen? Und das ist das, was mir immer halt ein bisschen weh macht. Aber wir machen halt, was wir da können, auf unserem Land. In dieser graslanddominierten Landschaft oder eben Kulturlandschaft, da wird es wichtig sein, auch Flächen überzukommen, die extensiv bewirtschaftet werden oder klar extensiver bewirtschaftet werden. Wenn man jetzt Stichwort Bodenbrüter, Vögel, also Braunkehle als Beispiel, das dünkt mir ist dann schon nochmal ein bisschen mehr, was man dann müsste können fordern müsste, als die Struktur, die Kleinstrukturen, die ja doch dann eben nicht wahnsinnig viel Platz brauchen und auch dort können installiert werden, wo sie die Bewirtschaftung nicht stark beeinträchtigen. Man hat gesagt, man wolle bis im Jahr 2020 die biodiversitätsschädigenden Subventionen abschaffen von 40 Milliarden. Das ist kein Versprecher, pro Jahr. Wir haben jetzt 2020, wir sind immer noch gleich weit. Man hat einmal gesagt, man macht bis 2020 eine ökologische Infrastruktur. Man hat das jetzt grosszügig auf 2040 verschoben, oder? Ja, es gibt ein einfaches Sprichwort. Natur braucht uns nicht, aber wir brauchen die Natur. Wir haben ja jetzt auch gemerkt, dass wir auf die ökologischen Ausgleichsflächen angewiesen sind, dass es überhaupt funktioniert. Sonst haben wir das Problem, weil wir können nicht im Ackerbau Kulturen machen und auf engeren Fruchtbol Kulturen machen und nebendurch nichts haben. Wir müssen die Nützlinge haben. Das ist so. Der Druck ist ja so enorm gross. Ich meine, was es jetzt für Forschungen gibt, für wenn man gewisse Brachstreifen begrünt lässt, also nicht, sagen wir, rund um Felder nicht pflügt, oder? Also was das für die Nützlinge und Schädlinge bedeutet, auch fürs Auswaschen von zum Beispiel Pestiziden oder von anderen Sachen. Oder ja, also da wüssten wir eigentlich sehr, sehr viel, was nicht umgesetzt wird. Aber ich wollte auch nicht einfach nur auf den Landwirten rumhacken. Sie erfüllen eine Aufgabe für uns alle. Und was der Konsument bestimmt, ist, was für eine Form dass sie Lebensmittel dann haben. Oder? Also wenn die Äpfel nicht so schön aussehen, werden sie nicht gekauft. Letzte Woche habe ich so einen Berg Rüebli gesehen, wo in eine Kompostieranlage gegangen sind. Und zwar nicht, weil sie durch sind, sondern einfach, weil man es so nicht verkaufen kann. Also, da müssen wir auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Wir haben ganz viele Gäste hier, die schlichtweg keine Ahnung und keinen Bezug mehr haben zu dieser Landwirtschaft, wie wir sie hier betreiben. Das Wissen, auch was ein Bauer macht und wieso macht es, das ist halt schon ganz, zum Teil ganz an einem kleinen Ort. Oder? Und das zeigt sich zum Beispiel am Kuhstall. Früher war der Kuhstall mehr oder weniger begehbar für alle. Wie soll ich dem sagen? Wir haben einfach viel, viel, viel mehr Leute auf dem Hof bekommen plötzlich, die auch die Regeln nicht mehr kennen oder das Verhalten nicht mehr recht kennen. Die sind in diesem Stall rumgeturnet mit Wellöli, mit weiss nicht was für Geschirr und haben angefangen Futter rauszuschleichen auf alle Weise und Wege. Wir haben uns eigentlich fast nicht mehr gewusst, wie zu helfen und haben dann irgendwann müssen Abschrankungen montieren und müssen jetzt eigentlich fast einmal die Leute ein bisschen abweisen, was wir nicht unbedingt wollen. Eigentlich haben wir ja einen offenen Hof als Ziel. Besonders relevant für eine ökologischere Landwirtschaft scheint das gegenseitige Verständnis zwischen Bauern und Bevölkerung zu sein. Das zeigen auch folgende Botschaften. Dass man das Bewusstsein stärkt, gerade auch in der Bevölkerung und eine Verbindung schafft auch zwischen Bauern, Landwirten und der Bevölkerung und Naturschützer. Das wäre eigentlich die
Symbiose, die man da daraus generieren könnte. Eigentlich müssen wir ja das ganze Problematik wieder in Primarschulen hineinbringen. Im Naturkundeunterricht, oder? Dass bei den Kindern da schon das Interesse geweckt ist, weil die Eltern von diesen Kindern, die leben meistens sehr urban. Und ich meine immer auch, als Stadtnachbetrieb ist das ein bisschen unsere Aufgabe auch, die Möglichkeit zu schaffen, dass die Kinder wirklich den Zugang zu den Tieren möglichst nahe haben. Und einfach immer wieder Anhaltspunkte geben für Mütter, für Väter, die mit ihren Kindern daher kommen, um zu sagen, hey, aus diesem Boden, aus diesem Gras kommt das Fleisch oder das Teigware von diesen Eiern, von diesen Kühen, die hier leben, auf diesem Hof, auf meinem Teller. Und so nahe und so direkt, das ist etwas, was mir jetzt persönlich sehr am Herzen liegt. Und wir können die Welt nicht ändern, aber einen kleinen Beitrag dazu leisten, um da eine Natur und eine Gesellschaft wieder ein bisschen zusammenzubringen, das ist auf so einem Hof möglich. Der Konsument muss sich mal bewusst werden, was es heisst. Er muss eben Einsicht haben in die Landwirtschaft, muss ein bisschen wissen, was abgeht. Und dann hat er eigentlich die grösste Macht, um zu sagen, wir wollen dort hingehen. Der Konsument will ökologisch einkaufen, will ökologische Produkte. Und wenn er vor dem Gestell steht, dann juckt ein Portemonnaie so hin und sagt, nein, das ist günstiger und das ist teurer. Dort ist dann einmal einfach da mein Unverständnis. Und dort würde ich auch appellieren an die Leute, die auch eine intakte Umwelt wollen, dass man da konsequent ist. Offensichtlich gibt es Lösungsansätze zu den Herausforderungen im Bereich Landwirtschaft und auch bezüglich Biodiversität und Landschaft. Die regionale Herangehensweise hat sich im Projekt Wiesel und Co. am Zimmerberg bewährt, weil Synergien zwischen den verschiedenen Institutionen und Bevölkerungsgruppen entstanden sind und damit Ziel mit grosser Motivation können erreicht werden. Darum engagiert sich unsere Projektträgerschaft dafür, dass ein sogenanntes Naturnetz Zimmerberg initiiert wird. Verschiedene Interessengruppen mit Bezug zur Natur und Landschaft sollen gemeinsam ihre Ziele für die Lebensraumqualität am Zimmerberg bestimmen und bei der Umsetzung mitwirken. Welche Visionen haben die Projektbeteiligten von Wiesel und Co. am Zimmerberg? Und welche sind die Chancen und Risiken vom Naturnetz Zimmerberg? Risiken sehe ich jetzt da weniger, sondern ich denke, es ist wirklich eine grosse Chance, dass wir gerade auch in der Natur miteinander redet und schaut, wie wir eben Sachen vernetzen, wie wir den Tieren auch ihre Korridore und ihre Bewegungsräume geben, die sie ja gerne hätten. Sie orientieren sich nicht nach unseren politischen Abgrenzungen. Ich denke, das ist ganz wichtig und ist eine riesige Chance. Man kann sich auch ergänzen, man kann sich, denke ich, eher auch entlasten. Der eine weiss etwas, was ein anderer nicht weiss. Ja. Für mich ist es eine ganz tolle Sache. Die Öffentlichkeitsarbeit ist enorm wichtig. Und es geht eigentlich gar nicht anders, weder dass man permanent das erklärt, wie das funktioniert, was es für Vorteile bringt, wie viele schöne Sachen das können erlebt werden, dass die Natur eigentlich vor uns, bevor wir geschlossen haben, intakt war. Und dann haben wir geschlossen. Und dass wir jetzt eigentlich wieder zurück müssen. Aber das muss man der breiten Bevölkerung bei jeder Gelegenheit unter die Nase haben. Die Informationen, die die Leute brauchen, dort erhoffen wir etwas. Weil das ist, glaube ich, das, was jetzt gegenwärtig fehlt. Viele Leute wissen gar nicht mehr, was es eigentlich braucht, um wieder ein bisschen Diversität herzubringen. Und ich denke, etwas, was uns gelingen müsste, ist, dass viele Leute wie ein Gespür entwickeln, für was eigentlich Vielfalt ist und was Vielfalt bedeutet. Ich habe jetzt eben manchmal das Gefühl, die Leute sind echt zufrieden, wenn es einfach grün ist. Aber dass es so eine stille, grüne Wüste, wie wir sie jetzt oft antreffen, eben auch in der Zimmerbergregion, in diesen intensiv genutzten Grasländern,
dass man da irgendwie merkt, dass da etwas nicht stimmt und dass es eigentlich viel vielfältiger und viel spannender ginge. Und dass die Spaziergänge wieder eine ganz andere Qualität hätten, wenn man eben durch eine Landschaft kann spazieren kann, wo ein gewisser Anteil wenigstens extensiv bewirtschaftet ist, ein gewisser Anteil wirklich blütenreiche, farbige, bunte, lebige, laute Wiesen sind, dann ist das, denke ich, von mir her eine Vision. Ich habe noch so ein bisschen die Hoffnung und den Glauben daran, dass durch Vorleben, durch Massnahmen, wie wir es hier machen, dass man es ein bisschen zeigen kann, ein Stück weit. Oder? Dass es gibt eine Chance, es ist möglich. Oder? Man kann die Natur ein bisschen zurückholen. Man kann sie nicht mehr so machen, wie sie war. Oder? Wir haben hier immer davon geredet, wir wollen hier wieder eine Zimmerberglandschaft machen, wie sie war, vor 50 bis 100 Jahren. Und was war da? Das waren Streuobstgärten, Naturwiesen. Mhm. Und wir haben das ein bisschen nachempfinden und haben gesagt, okay, dann ist das ein kleiner Landschaftsteil da, wo man vielleicht wieder ein bisschen zurück an diese Zeit anführen könnte, indem man wieder Bäume abpflanzt. Und mit dem habe ich ein bisschen Hoffnung, dass man etwas ein bisschen wieder ein bisschen zeigen auch und das Bewusstsein ein bisschen schärfen. Es gibt schon Leute, die sensibel sind und das auch hören und auch wollen hören. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Patenschaft auf diesen Äpfelbäumen. Oder wie kommt jemand dazu, an einem Betrieb, an einem für einen Baum im Jahr 50 oder 70 Franken zu zahlen? Einfach nur aus der Idee heraus, weil er sagt, mal, ich will die Idee unterstützen, dass es da wieder Äpfelbäume hat wie früher. Mhm. Grosse, alte Hochstammbäume. Und es ist mir bewusst, dass das mühsam ist und aufwendig ist und sehr viel Pflege braucht. Und darum bin ich bereit, für das zu zahlen. Und ich muss sagen, wir haben auf diesen 200 Bäumen haben wir irgendwie die Hälfte oder vielleicht sogar noch mehr, ich habe es jetzt nicht im Kopf, haben wir sehr gute Partnerschaft. Und das zeigt doch, es gibt eine Anzahl Leute, natürlich sehr klein, aber es gibt eine Anzahl Leute, die für das ein Faible haben und bereit sind, sich zu engagieren. Ich mache mit beim Wedi-Körbli, oder, weil ich das auch so eine visionäre Idee finde, die ich sehr spannend finde, die ich auch sehr spannend finde, zum schauen, was ist möglich und was ist vielleicht auch nicht unbedingt möglich vom Produzieren her mit den Methoden, die man da wählt. Es sind ein paar Landwirte im letzten Dezember miteinander zusammengekommen und haben sich so ein bisschen informiert über Humusbildung, Agroforstsysteme. Und tatsächlich wird jetzt ein Bauer aus dieser Gruppe, der wird zünftig Bäume pflanzen, um das zu unterstützen und die CO2-Kompensation in seinem Möglichen können zu realisieren. Wir müssen die Qualitäten, die regionalen, stärken, dass weil wir sagen, es ist ja nicht zwingend, dass ich immer, wenn ich will, Freizeit verbringen muss, ins Auto sitzen oder in ein Verkehrsmittel, sondern es ist doch auch ganz viel tolle Möglichkeiten. Das sind eben gerade vor der Haustür, ist es jetzt bei uns natürlich der See, aber eben auch da, wie gesagt, vorher Sielwald oder da der Horgenberg mit seinen mit dem Bergsee oder da jetzt im Hirzel dem Moor. Ich habe das Gefühl, wir müssen auch dort mehr daran arbeiten, dass die Leute sich bewusst sind, ich bin da und da kann ich ganz viel, ich kann sehr viel Natur erleben und mich da auch erholen, vollwertig. Nein, ganz klar, die Natur darf eben nicht so sein, sondern sie muss eigentlich, finde ich, bis vor meine Haustür, bis in meinen Garten dürfen, stattfinden. Und das hat, eben, es geht in die Zeitlinien rein, es geht in die Umgebungsgestaltung der Häuser rein, es geht ganz ins Nähe, ins Feine. Und sonst, finde ich, funktioniert es nicht. Wir können nicht eben ein Högli machen und sagen, das ist jetzt ganz wichtig und das schützen wir und den Rest blenden wir weg. Nein, eben gerade das Gegenteil. Es muss bis zu meiner Haustür gehen, dass ich, wenn ich es jetzt als Architekt mache, dass ich Mauersäglerkästen in die Häuser integriere, dass ich Fledermauskästen in die Häuser integriere. Der Weg muss, oder der Schritt muss passieren. Ich glaube, da können wir auch noch viel besser werden, als wir bis jetzt werden oder sind. Und was mich auch sehr interessiert, jetzt bin ich wieder beim Tiefbau als Gemeinderat, das ist, dass man bei der Gestaltung halt jetzt von der Strasse oder von den Plätzen
natürlich auch noch ganz ein grosses Potenzial haben. Wie sieht das aus? Wie bewirtschaften wir die Flächen? Was findet dort statt? Wenn man von Siedlungsökologie redet, gibt es ganz viel Potenzial und dort kann man aus meiner Sicht auch ganz viel rausholen. Weil man muss sich auch immer überlegen, jetzt die Arten, die jetzt selten sind, die sind selten, für die investiert man jetzt schon relativ viel, um die zu erhalten und auch zu fördern. Oder? Aber was ist mit Klimawandel, mit den ganzen Entwicklungen in 10 Jahren? Oder? Welche Arten sind dann vielleicht selten? Und das sind dann vielleicht eben Arten, die nicht in den Schutzgebieten vorkommen, sondern auch in der Landschaft oder in der Siedlung sonst. Und ich denke, das kann man wie, dort müsste man jetzt ein bisschen auch wie ansetzen und das Potenzial dort möglichst nutzen. Und ich denke, dort kann man auch mit einem gescheiten Aufwand relativ viel erreichen. Und auf der anderen Seite ist Biodiversität auch eine Massnahme, um gewisse Effekte zu mindern, wie Hitze oder Überschwemmungsgefahren und da eine gute Anpassungsstrategie aufzubauen, wie dass wir Biodiversität auch in unseren Dienst stellen kann. Das Naturnetz Zimmerberg, das braucht eine Unterstützung von der Behörden, von der Politik, ein mentales quasi Vorausgehen. Das ist ein Generationenprojekt, das ist ein mentales Projekt eigentlich. Und da müssen wir als Gesellschaft an diesem Thema müssen wir arbeiten, wenn wir das Gefühl haben, es ist für uns wichtig. Ich bin überzeugt, dass es wichtig ist. Es gibt auch mittlerweile auch einen Haufen Studien, die belegen, dass es natürlich unmittelbare, direkteste Zusammenhänge gibt zwischen dem Bruttoinlandprodukt und der Biodiversität. Die Herausforderung eines Naturnetz Zimmerberg wird sicher auch sein, dass man den Mehrwert halt sehr stark aufzeigen kann, weil es ist klar, es braucht gewisse Ressourcen, um zusammenzuarbeiten, um miteinander Ideen entwickeln und voranzutreiben. Aber den Mehrwert, den gilt es rauszuschälen, dort gilt es zu schauen, dass wir an einen guten Ort kommen. Sei es für Klimaanpassung, für Attraktivität in der Siedlung, aber natürlich auch für Absatz von lokalen Produkten etc. Ja. Ja, ich hoffe auch, dass da natürlich auch gute Inputs an die Trägerschaften retour kommen. Das ist nachher auch letztlich auch gut, wenn wir so ein bisschen im grösseren Anfang zusammenarbeiten, weil das erleichtert einmal, die verschiedenen Ansprüche einzubringen und dann die entsprechenden Prioritäten zusammenzusetzen. Und nicht, es bringt es nicht, wenn ich die für mich im Stellenkämmerli festlege. Das ist, glaube ich, zukunftslos. Meine Erfahrung auch mit dem Naturnetz Pfannenstiel zum Beispiel zeigt, das ist sehr erfolgreich. Das bringt sehr viel, eben auch gerade in der normalen Landschaft, also außerhalb von Naturschutzgebieten, sage ich jetzt mal, dass man dort ganz viel kann erreichen auf der ökologischen Seite. Muss sich aber einfach auch bewusst sein, dass das finanziell einiges auch kostet und auch viel Zeit braucht. Oder? Aber ich habe das Gefühl, das ist, wenn man das gut aufgleist und ich denke, man hat jetzt auch aufgrund des Wieselprojekts eine gewisse Basis für eben die Unterstützung von so einem Projekt, die ist vorhanden, dann habe ich das Gefühl, kann man das sehr gut realisieren. Und dann habe ich das Gefühl, ist das ein riesen Mehrwert für das Gebiet Zimmerberg. Ja, der Mehrwert entsteht vor allen Dingen dort, wo die Leute anfangen zusammenzuarbeiten. Das ist immer sehr etwas Vernünftiges und bringt auch letztlich den Ertrag, den man sich nachher erhofft. Das Risiko ist, dass es sehr viel sind und da muss man dann auch aufpassen, dass es nicht bei grossen Sitzungen bleibt, sondern dass am Schluss auch wirklich etwas auf dem Boden entsteht. Und wenn man aber diese Brücke kann schlagen kann, dass es wirklich von der Zusammenarbeit von verschiedenen Leuten am Schluss auf der Stelle etwas passiert, dann ist so etwas sehr wertvoll. Aber nicht ganz einfach. Und ich werde mich sicher auch sehr fest dabei beteiligen. Sind Sie motiviert und inspiriert, um der Natur und Landschaft in der Region Sorge zu haben? Wir sind überzeugt, dass das nicht nur für die Flora und Fauna, sondern auch für die Lebensqualität der Menschen im Bezirk Horgen sehr bedeutend ist. Herzlichen Dank fürs bisherige Engagement und in Zukunft viel Erfolg
und Freude beim Einsatz für die Natur und Landschaft am Zimmerberg. Wildi, wilde Wieseli, wilde Wieseli.